Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute teste ich die Judith Williams Liquid von Long Lasting Liquid Foundation. Wenn dich interessiert, ob das Produkt überhaupt funktioniert, wie es funktioniert, ob es wirklich Long Lasting ist, dann bleib doch einfach dran. Ich finde die Make-up-Produkte von Judith Williams sehr gut. Bisher habe ich drei Make-ups getestet. Die werde ich euch einfach mal unten in der Infobox verlinken, die Produkttests. Und heute möchte ich diese hier testen. Das ist eine flüssige Foundation und folgendes verspricht unsere Judith. Und zwar soll sie eine mittlere Deckkraft haben mit einem natürlichen Effekt und mit Lichtschutzfaktor 15. Sie hat eine individuelle Deckkraft mit langem Halt. Sie legt sich wie ein Schutzfilter über die Haut und eignet sich perfekt für jeden, der Zeichen vorzeitiger Hautalterung liebevoll verbergen will, für ein geschmeidiges und regeneriertes Hautbild im Handumdrehen. Erstmal werde ich mein Gesicht primen und zwar mit M. Assam Perfect Turn. Das ist ein Primer, der zu meinen Lieblingsprimern gehört, weil ich mit dem sehr, sehr gut klarkomme. Er ebnet einfach mein Hautbild und mattiert das Hautbild. Ich habe im Moment eher trockenere Haut, normale bis trockenere Haut. Im Sommer ist es dann eher Mischhaut bis Tendenz normale Haut. So, die Foundation, die kommt in einem Glasflakon und hier oben haben wir eine Pipette. Das ist eine Foundation, die passt sich dem Hautton an. Und das Ganze werde ich jetzt erstmal schütteln und mit den Fingern auf mein Gesicht auftragen. Oh, das ist schon ein bisschen viel. erstmal ein bisschen auf meinen Handrücken und dann kommt das Ganze aufs Gesicht. Und beim Auftrag merke ich, dass sie sehr flüssig ist, aber dass sie doch ziemlich schnell gut einzieht. Sie ist sehr leicht. So, ich nehme jetzt noch ein bisschen. Die Foundation ist jetzt aufgetragen mit den Händen und ich werde da jetzt noch ein bisschen mit dem Schwämmchen drüber gehen, um das Ganze schön einzuarbeiten. Vom Farbton her passt es sehr gut, also es hat sich sehr gut meiner Haut angepasst. Es hat mir ein bisschen Farbe gegeben und meine Haut sieht wirklich ganz, ganz toll aus, muss ich sagen. also es ist alles schön ebenmäßig. Und es fühlt sich ganz toll an auf der Haut. Es ist nicht so, dass ich unbedingt merke, dass da Make-up drauf ist. Vielleicht hier oben ein bisschen auf der Stirn, aber ansonsten finde ich das völlig okay. Die Deckkraft ist tatsächlich eine mittlere Deckkraft. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil man dieses Make-up sehr gut für den Alltag benutzen kann. Es könnte sein, wenn man ein bisschen trockene Stellen hat, dass das Make-up so ein bisschen das Ganze betont oder betont. Ich habe es zum Glück nicht im Moment, aber es setzt sich auch nicht in die Poren ab, was bei mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich doch etwas vergrößerte Poren habe. Und soll man mit dem Puder drüber gehen, müsste ich jetzt nicht, weil ich diesen Primer aufgetragen habe, der das Ganze schon mattiert. Aber ich tue es trotzdem, um einfach mal zu gucken, wie das Ganze mit Puder aussieht. Aber so würde ich sagen, könnte man es lassen für den Alltag. Schnell drauf, Lidschatten drauf und los geht's. So, ich habe jetzt beim Schminken gemerkt, dass die Foundation einen ganz, ganz leichten Gelbstich hat. Ganz, ganz leichten Gelbstich. Es fällt bei mir jetzt nicht unbedingt auf, aber wenn man ganz genau hinguckt, dieser Farbunterschied geht dann doch etwas ins Gelbliche. Ich werde jetzt erstmal meine Haare föhnen und mich in den Alltag begeben und werde schauen, wie sich das Make-up im Alltag verhält, ob es drauf bleibt oder nicht.
Und dazu melde ich mich dann in ein paar Stunden wieder bei euch. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es sind jetzt mittlerweile 7 Stunden vorbei. Und ja, jetzt möchte ich euch gerne das Fazit abgeben für die Judith Williams Long Lasting Liquid Foundation. So, ich bin jetzt ein bisschen näher rangekommen, um euch einfach zu zeigen, ja, wie gut eigentlich diese Foundation gehalten hat. Wie man vielleicht auch meinen Lippenfarben erkennen kann, ist doch eine Zeit vergangen und das ist ein Long Lasting Liquid Lipsticks, also stört euch nicht, da mache ich auch einen Test zu. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, einfach aus dem Grund, weil es sich nicht abgetragen hat. Das Make-up hat sehr gut gehalten und ja, wenn ich jetzt zum Fazit komme, zum endgültigen Endfazit, ich gehe mal ein Stück zurück, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass das Make-up für den Alltag sehr gut geeignet ist. Für den Alltag deshalb, weil es sehr natürlich aussieht, weil es vom Tragegefühl sehr angenehm ist und ja, wenn man morgens im Stress ist, kann man sich das Make-up ganz einfach auftragen, ohne da jetzt großartig viel mit dem Schwämmchen und mit dem Pinsel zu arbeiten, einfach mit den Händen auftragen. Und ja, es macht wirklich ein sehr, sehr schönes Hautbild. Allerdings ist es halt nicht sehr deckend. Mittlere Deckkraft würde ich sagen, ja. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt großartig Pickelchen abdecken würde oder ganz starke Schatten unter den Augen, das eher nicht. Aber für einen wunderschönen Alltags-Make-up, natürlichen Alltags-Make-up, finde ich es wirklich sehr, sehr gut geeignet. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.